Fangen wir an mit Uncharted. Also ich würde da viele Sachen reinschmeißen. Einmal solche O-Töne, bisschen Spaß, bisschen Live-Zock, wenn wir es können. Wenn wir ein Interview haben, auch nochmal mit reinpurzeln, weißt du, dass der so ein bisschen wie so ein bunter Strauß. Ja. Ich fand's cool, wenn wir, weil es eben so filmisch ist, so vielleicht tatsächlich. Was wir echt gerne mal machen könnten, ich weiß nicht, wie das qualitativ aussieht, dass wir wirklich so sagen, Game One investigativ, wir gehen jetzt mal ein bisschen tiefer, mit unserer Technik gehen wir tiefer ins Spiel rein und beobachten mal das, was halt nicht eben sozusagen der Drake, also der Hauptcharakter macht, sondern was in der Umgebung passiert. Wir haben auch Stuntman jetzt dabei, ne? Ja, hab ich gehört. So, lass mich wenn du Stuntman. Also ich sag nichts. Verdammt! Oh, aber du könntest du den spielen, so, wenn wir irgendwo eine Eishöhle finden. Was kannst du denn? Also, kannst du von Sachen fallen? Fallen kann ich. Kannst du Spalt springen? Relativ. Also ich bin Waffenspezialist. Waffenspezialist? Ja. Yeah! Seid ihr, müsst ihr jemand anders fragen? So, ne? Kann man dich anzünden? Ja. Du machst den Ja, super! Scheiße, sorry. Okay. Musiker, wir müssen irgendwie fangen. Au! Was ist denn jetzt wieder? Zu viel Input. Gut, dann war das nächste Brutal Legend. Ganz im Ernst, das Spiel ist so lustig und so gut, dass wir können nicht annähernd irgendwas drehen, was auch nur halb so lustig ist. So, aber ich finde das ganz witzig eigentlich, diese Idee, was Simon gerade gesagt hat. Zur Entspannung zeigen wir jetzt was nicht lustig ist. das ist wirklich sehr lustig. Wie er so ein Stück Kuchen isst. Ja, also nur so, aber nur für 10-15, ey, das ist wirklich gut. Ich lasse der eine Dreh, den wir machen. Ja gut, ich hab das gar nicht dran gedacht jetzt, ich war mehr so... Also ich finde es gut. Ja, das ist super. Ja, geh ruhig ran. Aber aus! Nein, ausmachen hier! Ausmachen. Was ist denn 198? Einfach ausmachen. Ja, können wir gleich als nächsten Punkt hier gerne... 019. Das ist das Ding, also... Ich würde lieber den kleinsten Kack-Charakter vorstellen, als mich in irgendeine Blue einbauen. Weil jeder... Alles ist lustiger als das, was wir machen. Aber es geht gar nicht ums lustig jetzt. Es geht einfach nur darum, guck mal, wie begeistert du gerade bist. Es gibt Kuchen. Es geht darum, dass wir eine redaktionelle Meinung sagen und das ist echt geil, wenn das gibt. Dann will ich aber... Entschuldigung. Dann will ich einen großen... So, jetzt hast du es. Hahaha, hier. Ich will einen großen Haufen Knochen, wo ich dann rausplatzen kann. Schlachterei? Ja. Den kriegt ihr niemals hin. Niemals kriegt ihr einen Haufen Knochen. Und das darunter verschwindet niemals. Ein großer Haufen Plastikknochen würde ja auch reichen. Ja. Wir müssen einfach ganz viele medizinische Skelette sein. Ja, oder hier, also die sind schweineteuer. Die man danach aber wegwerfen muss. Die sind unfassbar schweineteuer. Aber gibt es da nicht irgendwie so ein medizinisches Museum? Ja, wenn wir da sagen, wir möchten einmal alle Knochen von den Skeletten wegnehmen. Also ich war in Wien, da ist jetzt auch egal. Ich habe so viele Knochen gesehen in letzter Zeit. Hast du auch da noch Fleisch dran sein? Ja. Ich sehe schon irgendwie Schlachtabfälle. Ja. In so einem Hinterhof. Und ich muss sie morgen besorgen. Und schön dir das Wochenende lagern. Und dann kriegt das nicht die Ernsthaftigkeit des O-Tons danach, wenn du aus dem Knochen rausplatzt. Nein, ganz ehrlich, das passt so gut. Also ihr wisst ja, wie Brutal Legend aussieht. Das ist halt... Da gibt es halt Berge aus diesen Knochen. Also das ist wirklich, passt super. Ich rufe mal morgen Schlachter an, meinetwegen. Und für Schlachtabfälle sind wir sorgen. Also. Ja, aber Schlachtabfälle ist ja schon ein bisschen was anderes als... Haben wir nicht... Nee, sie fragen... Als Dinosaurier sowas. Nee, so... Ja, wenn wir ein O-Ton machen, dann muss es irgendwie auch was sein, was so in die Richtung Plattencover, Heavy Metal geht, so. Also, ein Thron. Geil wäre auch okay, ich habe eine Idee. Toll wäre, würde mir gefallen, wenn wir sowas haben wie ein Heavy Metal Plattenverkäufer-Fan, der so uns 10 geile Cover raussucht, weil ich da ja keinen Plan habe, auf denen so ein bisschen das Spiel basiert. Weil das Spiel basiert zu 100% auf Plattencover. Ja, ja. Also, hat auch der Tim Schäfer gesagt? Ja, das habe ich auch gelesen, aber wenn du das auch siehst, das ist so geil umgesetzt. Ich habe so gelacht und ich würde euch so gerne was beilassen. Also ehrlich gesagt, das finde ich ziemlich geil. So einen geilen Heavy Metal Fan, auch so ein richtig... Aber der hat das Spiel also nie gespielt. Nein, aber man kann ihm ja was zeigen. Es geht mir im Grunde nur darum, dass er so diese typischen übertriebenen Metal-Dinger hat, so aufklappen. Und dass man die abfilmt und er die zeigt und erklärt, was ist und so diese typischen Sachen. Ein bisschen Iron Maiden und so weiter, finde ich total geil. Ja, kann der vielleicht auch anhand der Szenen raten, welches Plattencover das sein könnte? Also ich kann auf jeden Fall zwei Szenen zeigen, die er mit Sicherheit erkennt. Finde ich auch auf jeden Fall, das finde ich eine gute Idee. Dann haben wir den T-Einspieler, dann haben wir den Heavy Metal-Einspieler und dann am Schluss, wie du aus dem Knochen kommst. Drei Sachen, finde ich super.
Ich guck gleich, ob da noch was geht. Und das ist ja immer dieser Schwitzer da. Mann!